Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Scum. Jo, wir hatten ja... Oh, das Ding läuft immer noch, das ist schön. Ich freue mich auf jeden Fall, wie gesagt, dass ihr wieder dabei seid. Inventar suchen, so. Wir wollten ja... Genau, das Ding haben wir, das funktioniert. So, jetzt erstmal... Also nochmal willkommen zu einer weiteren Runde Scum. Willkommen, dass ihr dabei seid und... ja, auch heute in meinem, an dem Tag, wo mein 12-Stunden-Stream läuft, kommt natürlich auch eine Folge auf YouTube von Scum. Natürlich, ganz klar. Und ja, wir werden jetzt einfach mal gucken, was wir heute so machen können. Und wo wir hinfahren, ich weiß es noch nicht. Ich wollte jetzt aber auch erstmal... Oh Gott, wo haben wir denn jetzt das Ding? Das Ding ist da, die Batterie ist da oben, dann müsste das jetzt hoffentlich funktionieren. So. Dann müssen wir hier nochmal gucken. Ich glaube, wir mussten die zwei ja jetzt kuppeln, ne? Koppeln, da genau. So. Keine Ahnung, wieso das Ding schon wieder so kaputt ist. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir fahren heute mal so ein bisschen benutzen. Ach, geht. So. Ich würde sagen, wir fahren noch so ein bisschen gucken, dass wir noch ein paar Klamotten kriegen. In dem Moment. Doch, komm. Wir fahren heute. Oh. Zombies, Pieper. Nee, Zombies, Pieper habe ich gerne gefunden. Wir fahren jetzt noch ein bisschen durch die Gegend. Gucken, vielleicht ein paar Bunker. Bunker, warte, da habe ich 16, da habe ich Schuss, das ist Dietrich, ja, funktioniert alles. Dann werden wir jetzt ein paar Bunker machen. Gucken, dass wir vielleicht mal hier diesen Strahlenschutzanzug finden und dann vielleicht mal irgendwann Richtung AKW laufen. Und ich würde sagen, wir laufen als erstes hier in den Bunker rein. Ui! Jetzt war knapp. Natürlich ist das Video jetzt auch nicht am Samstag aufgenommen. Es ist doch nicht Freitagnacht aufgenommen. Es ist jetzt Freitagabend aufgenommen. Wir haben es gerade 18:49. Das heißt, ich bereite das Video jetzt vor, damit es morgen abläuft, 16 Uhr. Und ja, bis dahin bin ich wahrscheinlich schon 7 Stunden im Stream. Und ja, für alle, die, keine Ahnung, doch vielleicht Interesse hätten, im Stream noch vorbeizuschauen, es gibt auch Giveaway. Ich werde Steam Keys verlosen für Scum. Und ja, natürlich die Vorhersage jetzt hier ein bisschen spät, aber doch so um, weiß ich nicht, 16 Uhr sollte auf jeden Fall noch was da sein. Deshalb. Wer Interesse hat oder wer das Spiel gerne ausprobieren möchte. Oder gucken möchte, dass, ob er das Spiel hinkriegt, kann gerne vorbeischauen und vielleicht mit etwas Glück
einen Key gewinnen. So, wir haben ja doch ein bisschen mehr Glück gehabt als Verstand, wie immer. Und dann würde ich sagen, gucken wir jetzt mal. So, 9 mm ist schon mal sehr gut wieder. Jetzt müssen wir halt nur gucken, dass wir nachher den Schrank aufkriegen. Hatte ich eigentlich jetzt Brecheisen oder sowas bei? Ne, haben wir nicht. Ja, vielleicht finden wir eins. Wenn nicht, müssen wir halt gucken, dass wir es geknackt kriegen. Ist, glaube ich, zurzeit nicht wirklich schwer hier. 11. So. Oh Gott. So. Ich hoffe, das war's jetzt. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rein. So. Ja, hier ist schon mal nichts Vernünftiges drin, habe ich so das Gefühl. Schade. So, dann hauen wir mal das Ding. Wo ist denn jetzt hier das da? Als erstes. Machen wir jetzt natürlich die Schränke hier auf. In der Hoffnung. Wow. Ich wollte gerade sagen, in der Hoffnung, was Gutes zu finden. Aber ich glaube, die Hoffnung brauchen wir gar nicht lange und so. Das ist ja Wahnsinn. Das fängt schon gut an. Sogar sehr gut finde. Also ich sage ja mit der 18 noch ein Bogen. Die 1891 ist natürlich nicht verkehrt. Warte mal kurz, wir müssen mal kurz gucken. So, was haben wir drin? 25 Schuss. Einzelschuss, gut. Dann machen wir jetzt weiter. Natürlich hätte ich jetzt gerne auch. Oh Gott. UMP5. Das ist ja. Ne, Quatsch. UMP. Ne, 45, nicht 5. UMP45, sehr schön. Den Bogen würde ich ja ganz ehrlich gesagt auch mitnehmen wollen, ne? Aber. Wo macht die Tür zu hier? Das Problem ist gerade, wir kriegen hier nichts Vernünftiges rein. Also. Eine Schrotze und Desert Eagle Scope. Also nicht wirklich gerade gut. Also ich meine, dass wir das nicht mit rauskriegen, das meine ich eigentlich, weil wir sind schon wieder zu voll. Muss beim nächsten irgendwie anders reagieren, machen, tun. So, dann gucken wir jetzt einfach, haben wir noch da zwei Stück. Ich brauche jetzt einfach zwei neue. Dann sollte das funktionieren. So. Mhm. 9 mm, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Noch eine UMP. Das wird langsam. Ja, wie soll ich sagen, ne? Okay, da geht es ja auch weiter.
Ich hole hier einfach noch mal zwei Klammern raus. Hallo. So. Das nehmen wir auf jeden Fall auch direkt mit. Schrotze hätten wir jetzt gehabt für da hinten, aber okay. So. Gott. Ui, da. Muss das da? Oh Mann, ernsthaft. Ich habe jetzt echt gedacht, den habe ich jetzt fast komplett übersehen, wenn ich ehrlich bin. So, wir hauen jetzt selber mal das ganze Ding hier an Vitaminpillen rein. Was haben wir es denn da? Alles essen? Dann sollten wir jetzt an Vitaminen jede Menge kriegen und wahrscheinlich für die nächsten, naja, nicht wirklich, also ich wollte gerade sagen, für die nächsten Jahre ausgesorgt haben, aber ihr kennt es wahrscheinlich selber, hier in Scum dauert es nicht lange und man braucht schon wieder Vitamine. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil. Aber ansonsten noch eine Vitamindose, das ist sehr schön. Schmerztabletten, oh Gott. Nee, ich schmeiß jetzt nur noch raus. Das ist doch. Nee, ich werde hier auch nicht durchsuchen, da glaube ich. Gott, das kann nicht gut gehen. So. Ja, das Problem ist, wenn wir jetzt nicht mindestens noch einen Rucksack finden. Glaube ich, können wir das eh alles vergessen. Weil so kriege ich nicht alles raus. Definitiv nicht. So. Hier ist nichts. Seife und noch ein Verband. Nee, wollte ich nicht. Dann jetzt hier raus, da noch mal rein. Noch eine Seife, nee. Eine Haarnadel und noch mal Seife, nee, kann ich nicht gebrauchen. Gut, dann auch hier raus. So, wir brauchen auf jeden Fall, weiß ich nicht, einen Dietrich, Nadelfaden, nee, Quatsch, Schraubendreher, Nadelfaden. Schraubendreher eigentlich. Ist nichts drin. Gut, sehr schön. Oh, Dietrich, 4 Stück. Sehr schön. Wobei ich sagen muss, mehr wie Dietrich wünsche ich mir gerade irgendwie, ehrlich gesagt, einen Rucksack. Weil wenn wir jetzt gleich wirklich irgendwo einen Anzug rausholen, was ich noch bezweifle, aber es könnte ja durch Zufall passieren. Wäre es natürlich schön. Wenn wir das Zeug auch irgendwie rauskriegen, weil ich wollte jetzt nicht das Zeug anziehen und damit rauslaufen oder so. Was uns nämlich zu dem anderen Problem bringen würde, dass wir alles, was wir anhaben, bis auf Rucksack und ich weiß nicht, noch ein paar Teile, alles aus hätten. Das wäre definitiv nicht gut. Nein, Schmerztabletten möchte ich jetzt auch nicht mehr. Bau hier erstmal die Barrikade.
Für den Fall, dass von da irgendwo noch ein Zombie kommt, dürfte aber ja eigentlich nicht mehr. Irgendwie Tiefkohle, ja, die könnten wir mal mitnehmen. Fleischstoffwechsel, so. Lassen wir erstmal auf. So dürfte nämlich eigentlich kein Zombie durchkommen. Und so für den Fall der Fälle könnten wir das dann im Übrigen Schnellzugriff 4, super. Ganz ehrlich, nee, der, so, zur Not nehmen wir auch den mit. Ich weiß nicht, ob es da reinpasst, aber wir nehmen es jetzt erstmal mit. Wir müssen jetzt gleich erstmal den Raum finden. 85, 86, da komm. Erstmal den Raum finden, wo wir das Zeug ein bisschen hinkriegen. Herkriegen, meine ich, hinkriegen. Mhm. Nein, wir müssen es natürlich herkriegen. So, hier ist nicht, das heißt, wir müssen da hinten auf jeden Fall durch. So, wunderbar. Den haben wir direkt da so fachmännisch entsorgt, den Zombie. Läuft. Okay, das ist dieses Ding. Das heißt ja eigentlich, da geht es noch irgendwo runter gleich, ne? Da müssen wir vielleicht sogar nach unten. War aber auch nicht so meine Ambition, aber ja gut, müssen wir dann wohl gleich. Gut, das Ding nehmen wir auf jeden Fall mit, das bleibt hier, das auch, hallo, das raus. Hä? Ne, keine Ahnung. Ach, das Bier steht da, deshalb konnte ich es nicht rausziehen. Nee, alles gut. Ich habe gedacht, ich hätte irgendwas gelootet. So, das könnte man mal alles trinken. Weil wir haben ja Durst, obwohl, warte mal, wir könnten trotzdem noch mal kurz rüber. Da ist ja die, nehmen wir mal kurz in die Hand. Trinken wir die auch mal komplett aus. Weil wir haben ja doch ein bisschen wenig an Flüssigkeit, Wasser, Mann, Gott, Flüssigkeit. So, und eigentlich müsste das, haut das hin. Ja, guckst du. Mahlzeit. Hatten wir die jetzt schon alle durchsucht? Ja, ne? Ne, da oben die noch nicht anscheinend. Ja, hätte ich die letzten drei auch noch durchsuchen können, bevor ich auf die Idee gekommen wäre, rüber zu gehen. Aber okay. So, Handschuhe. So. Hm.
Okay, wir sind anscheinend voll, wir kriegen gar nichts mehr mit, das ist blöd. Dabei würde ich die dann aber eigentlich eher rausschmeißen und die mitnehmen. Also wir haben Glück, hier piept zumindest noch nichts. So, warte, ich lege das mal dahin, weil ich würde gern das jetzt in die Hand nehmen. Okay, hier sind wir gleich auch falsch, weil hier ist nur der Notausgang. Wo ist denn dann? Es muss doch eigentlich irgendwo hier noch einen Weg nach unten geben. Irgendwie keine Ahnung, es ist ziemlich merkwürdig hier gerade. Aber na gut, dann müssen wir wohl doch hier runter, oder? Okay, in die Hände nehmen. Irgendwas habe ich anscheinend irgendwo eben übersehen. Es gab anscheinend, denke ich mir mal, irgendeinen Weg nach unten, den ich nicht gefunden habe. Ach du Scheiße. Das ist der Weg in die Killbox. Ich habe keine Ahnung. Scheiße. Eigentlich, ja gut, hier wollte ich zwar auch rein, aber... Obwohl, warte mal, wir haben doch nur dieses blöde Ding hier. Das ist, das heißt, wir nehmen jetzt den hier erstmal in die Hand. Dann ziehen wir den an, den anderen aus, genau. Ist wieder weg und schon läuft's. Wunderbar. Warum auch immer ich die ganze Zeit das Lederzeug da hatte, noch an hatte. Ach Quatsch, nicht Inventar öffnen. In die Hände nehmen. Eine Bettrolle, ja, die brauche ich aber gerade nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Es sei denn, wir wollen uns hier gleich schlafen legen oder so, was nicht der Fall ist. So, hier ist auf jeden Fall zum Bleistift gleich auch nicht die Kammer. Wir könnten natürlich jetzt auch da durchgehen, aber dann haben wir die andere Seite auf. Und wenn er dann hier respawnt, weiß ich nicht, der Keeper oder sonstiges, sind wir gleich tot. Wenn er dann da durchkommt. Nee, nee, also wir gehen auf jeden Fall hier wieder raus. So, warte. Erstellen Dietrich. Die Hände nehmen.
45er, ja, die lasse ich mal hier. Dann nehmen wir hier die nächste raus. Erstellen, Dietrich. Nein, 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 nein. So. In die Hände nehmen. Sehr schön. Nur eine Fläche. Okay, dann auf jeden Fall jetzt hier wieder weg. Da gäbe es ein MAE. Nochmal Wasser. Noch ein MAE. Chips, nein, danke. Ist auch nicht, so ist ungesund. So. Noch eine Seife. Verband. Auch nichts Vernünftiges. So ein Hemd hätten wir hier. Aber auch hier. Nein. Gut, warte mal, wir könnten so ein schwarzes Hemd. Solange wir nichts anderes haben, nehmen wir es erstmal mit. Können es ja nachher immer noch wegschmeißen. Ich bin die Lady in Black oder so. So. Was haben wir hier? Hier mal das. Da hat man Fleischsnack, einen würzigen. Dann hauen wir das da raus. Nein. Das, das. Und das? Auch nicht. So. Unten, da ist, glaube ich, der mit den Schränken. Mit der. Ne? Ihr wisst schon, hier. Züge. So, und ich hätte zu gerne, hätte ich noch einen großen Rucksack, aber irgendwie. Schmerztabletten. Die sind sogar besser. Obwohl, warte, ich wollte auch noch einen Salat essen, fällt mir gerade ein, Stoffwechsel. Damit mein Charakter nicht verhungert. Mahlzeit. In die Hände nehmen. So, und dann gucken wir jetzt erst noch mal hier drüben. Mit dem großen Rucksack oder so. Bitte, nein, nicht Hose, Sack. Ein Sackrock. Das hatten wir ja schon, genau. Nein. Oh. Wenn wir die großen Schmerztabletten finden, wofür soll man dann die kleinen mitnehmen? Nein. Und auch das nein, glaube ich. Also, dann picken wir jetzt den Lock. Oh, ist sogar auf. Ich bin hellauf, wow, hellauf begeistert. Wir hätten Thalidomidpillen, wir hätten den Dingsanzug. Jetzt muss ich erstmal Inventar öffnen. Lass mal gucken. Das dahin, das dahin, das hierhin, das da. Das Wasser muss hier auf jeden Fall runter. Wunderbar. Dann das da rein, dann passt das doch alles. So, ja. Ich kann halt nur die Maske nicht mitnehmen. Das ist, obwohl doch kann ich. Warte mal, ausrüsten, ne? Guck mal, und schon können wir auch die Maske mitnehmen. Das ist so ein... Oh, warte mal. Wie viel Schraubendreher haben wir noch? 3, okay. Hat leider nicht geklappt, aber wir haben jetzt wieder... 2 Plätze frei. Einmal Dietrich, einmal Schraubendreher, okay.
haben wir jetzt auf jeden Fall es geschafft. Okay, man muss anscheinend hier durch, um hier runterzukommen. Das geht hier anscheinend gar nicht anders. Aber egal, wir laufen jetzt hier durch und wieder raus und ist hoffentlich lebend. Ich hoffe, ich finde den Weg wieder. Ja, super. Ups, jetzt laufen wir nur geradeaus, dann sind wir schon direkt wieder da. Die hatten wir schon, ja. So, auch hier schnell zu. Müssen wir irgendwas, bevor wir unter... Ja, bla, der Blase ist voll. Der Blase. Hallo? So, wir machen mal kurz ein Pullerchen. So. Damit auch nichts auf den Sack rupp geht. So, dann können wir jetzt wieder hopp, in die Hände nehmen. Ah, der kommt gerade zurück. Okay. Es ist scheiße eng hier. So, und schon sind wir raus. Das ist doch mal gut gegangen heute. Erste Bunker, super gelaufen. Noch nie mal verwundet oder so. Das ist voll geil. So, den Rucksack packen wir so ins Auto. Aber direkt nach hier unten. Was haben wir eigentlich hier drin? Sollen wir mal Inventar öffnen? Ach, der ist voll. Okay. Ja. Der Rucksack wäre jetzt natürlich auch voll. Wir haben aber auch gar keine... Nee, haben wir wirklich nicht. Das ist scheiße. So, fürs nächste Mal nehmen wir das mit. Ich brauche nur erstmal eine Wasserflasche Gedönse. Karte und Geld hier oben hin. Das dahin, das bleibt. Schmerztabletten dahin, das kann hier rüber. Das geht rüber, das geht rüber. Wir halten noch eins davon da. Das geht rüber, das geht rüber. Aha, aha. So, das da, das da, das rüber. Das rüber, das rüber, das rüber. Das Wasser kümmern. Nee, brauche ich nicht. Ich habe ja die große dabei. Das rüber, das rüber, das rüber. Ach so, genau, die kann auch hier rüber. Die sowieso ist da in. Dann kann das eigentlich wieder dahin. Das geht da hoch. Das packen wir hier hin. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das sind meine Verbandszeuggedönse, Schmerztabletten rüber. Das bleibt hier. Das bleibt hier. Vitaminpillen können wir bei Gelegenheit mal futtern. Die Schmerztabletten rüber. Das bleibt hier. Aktivkohle auch rüber. IUMP hier rüber. Noch mehr Verbände. Das Nähzeug rüber und die Pins bleiben hier. Wunderbar. Ja, ich würde sagen, war ein guter Auftakt. Wir sind hier. Wo ist der nächste Bunker? Da oben wäre ein Bunker. Möchte ich zu dem Bunker oder? C2 Bunker. Wir machen den C4 Bunker. Ganz einfach, pragmatisch, C4 Bunker. Gut ist. So. Da lang und die zweite links.
So, denn auf jeden Fall hier ein bisschen rüber. Das nicht. Auch zu. Gut. Wir müssen jetzt gleich irgendwo. Ach, da vorne ist es rum. Es ist so schön, die Stadt endlich mal wieder ohne Nebel zu sehen. Man muss jetzt gerade nur mal gucken. Wir müssen jetzt hier links, ja. Glaube ich. Ja. Und dann über die Brücke. Dann links und dann gleich rechts. So. Jo, ist sogar der richtige Weg. Wir bräuchten natürlich so einen Behälter noch, ne, wenn wir vielleicht mal das Uran suchen wollen würden. Da müssten wir dann auch noch mal gucken. Ich sag mal, was habe ich denn gemacht? Oh, bin ich Banane oder was? Wir müssen doch dahin. Egal, jetzt sind wir hier. Ich glaube, jetzt ist es egal, welche Richtung wir machen. Deshalb, ja, fahren wir uns einfach hier weiter. In die Cities werde ich los. Nee, nur. Will die schon wieder pinkeln, die Dame? Das ist doch echt nicht mehr schön. Oh, nein, 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 nein. Oh. Okay. Achso, wir sollten vielleicht gleich die Maske ablegen. Ne? Ansonsten kommt nachher noch einer auf die Idee und fragt mich, warum ich eine Maske trage. Und ich muss dann fragen, warum der Stroh liegt. So, also weiter jetzt hier. So. Maske übrigens auch aus, sonst habe ich nachher auch wieder das Problem, dass ich wieder nicht essen und trinken kann und wundere mich dann auch wieder, warum nicht. Das habe ich auch schon gehabt, also. Von daher wäre das nicht das erste Mal. So. Den gehen wir mal C4 Bunker. Sind wir ja gleich auf jeden Fall auch da. Uhr. Dann machen wir den noch schnell mit. Also keine Ahnung, ob wir jetzt da noch einen Strahlenschutzanzug rausholen. Das wäre mir, glaube ich, auch ziemlich egal. Mir geht es gerade eigentlich eher darum, einen Behälter fürs Uran zu finden.
Es wäre mal halt. Ich glaube, wir sind schon dran vorbei. Oh Gott. Sag ich doch, das war der Weg, der hier vorne reingeführt hat. Wir schauen. Da ist der Bunker. So, dann gehen wir jetzt gucken. In der Hoffnung, nicht zu sterben. Haben wir jetzt sonst alles soweit gut? Ja. Drei. Gucken, wie viel. 5 Schuss, ja, sollte reichen. 25 Schuss reicht auf jeden Fall. Halt, ich weiß nur eins, wir gehen ja in den Bunker, da brauchen wir keinen, wo ist das andere Scope? Da haben wir es. Ich weiß gar nicht, ob es auf die Waffe passt, wenn ich ehrlich bin. Boah. Sorry, gerade verschluckt. Aber das passt. Ja, dies ist wesentlich einfacher. Den gehen wir jetzt gucken. Da ist der blöde Mac. Wir müssen wahrscheinlich hier von der Seite rein, war das, ne? Schnell, zügig, tödlich, leise. Nein, keine Ahnung. Scheiße, ich höre da einen Springer. Ich hoffe, der ist im Bunker. Wo ist der blöde Mac da? Hier oben ist zu. Und hier ist ein Zombie. So. SVD-Magazin, sehr schön. So, ich möchte gern hier. Hallo. Ich möchte Ihnen ein einmaliges Sank kaputt machen. Ein Quatsch. Schalldämpfer von der 308er, okay. 9 mm nehmen wir mit. Eine Fläche. Also wir sind anscheinend so leise, dass er uns nicht hört, das sehr schön ist.
eine Bierflasche. Einmal schwarze Oliven. Ja, jetzt sieht er uns, war natürlich klar. Jummi-Stiefel brauche ich nicht. Das lasse ich auch mal hier. Der ist auch mal geil. Der rutscht hier einfach so die Treppen runter. Als wenn es gar nichts wäre. Oh, da ist noch einer. Claim jetzt erstmal hier hinten das ganze Ding. Ah nein, nicht claim. Ich reinige hier hinten erstmal alles. Clear heißt das Ding nicht claim, clearen. Ja. Okay, hier ist auch nichts. Dann geht's wieder zurück. Hier dürfte jetzt auch zurzeit kein Zombie mehr sein. Es sei denn, die sind ziemlich schnell respawned, was ich nicht glaube. So, dann nehmen wir jetzt auf jeden Fall gleich unser 6er-Paket und machen dann hier mal weiter. So, wir werden dann jetzt auf jeden Fall hier das hier zerlegen. Erstmal, dann würde ich nämlich sagen, knacken wir erstmal hier. Schon wieder ein Bogen. Das ist doch nicht wahr. So. Na, jetzt hier. Ja. Brauche ich beides nicht. Achso, ne, erstmal hier. Okay, warte mal, die haben wir doch gar nicht an, oder? Nee, jetzt aber. Können wir die auch mitnehmen? Habe ich die beim letzten Mal, weiß ich nicht, vergessen, verpasst? Keine Ahnung, ich habe vergessen, die anzuziehen. Anscheinend. Aber ist ja nicht schlimm. So haben wir jetzt wenigstens jetzt eine Weste an. So. Für den Fall der Fälle. Ach nee, warte. Ich war doch hier noch gar nicht drin, oder? Fällt mir gerade ein. Nö. Ist geil. So, jetzt haben wir das da. Das packen wir, ne, dahin. Das. Da müsste auch der Quiver hier reinpassen. Oder der Köcher. So, dann machen wir nochmal Pullerchen. So. Noch ein Bogen, ernsthaft? Ey, was ist denn mit den Bunkern los, echt? Ein Nachtsichtgerät. Okay. So, zerlegen.
Ernsthaft? Noch eine AKM diesmal. Es ist, ich weiß nicht, was mit meinem Charakter hier los ist. Ja, ich weiß, Streamer-Loot und so. Und noch ein Bogen, ernsthaft? Ey, warum kriege ich das nicht mit meinem großen oder mit meinem anderen Charakter? Warum kriegen wir das nicht, wenn wir irgendwie mal im Stream sind? Warum kriegen wir so viel Zeug nicht irgendwie? Keine Ahnung was. Wenn wir mit mehreren Bunkertouren machen. Es ist doch Wahnsinn. Warte mal, ich könnte ja mal so Watte in die Hände nehmen. Der hat dann doch mal ein bisschen reagiert und gepiept. Den sollten wir auf jeden Fall hier so... ein bisschen in Deckung gehen. Nein, nein. Ihr scheitert, okay. Wir haben eh nur noch 8 Versuche, also lassen wir es. Einmal Faden, das ist auch schön. Dann geht's jetzt hier raus. Die nehmen wir mit. Das da. Das da. Das. Es ist jetzt hier nicht wirklich mehr viel, aber irgendwie... hier geht es auch nicht weiter, ne? Schade. Es wäre so geil, die Bunker könnten so viel größer sein manchmal. Aber irgendwie wollen die bis dann nicht. So, warte mal, dann nehmen wir jetzt hier dann 1, 2, warum hat er die jetzt? Ich frag gar nicht erst. Ich frag nicht, warum er nicht erst das Ding vom Boden genommen hat, statt das aus dem Inventar. Und
Ich glaube, das ist auch besser so. So. So, ich brauche, wie gesagt, jetzt noch den Medical Raum. Und die scheinen Gott sei Dank alle oben drüber zu sein. Hoffe ich einfach jetzt mal. Fleisch-Snack, nicht Schmeck. So. Okay. Nadel, warte mal, halt, wo ist die Nadel da? Dann können wir doch eigentlich direkt jetzt hier nochmal das hier. Ja. Also auf jeden Fall werden wir den Bunker Run hier jetzt noch zu Ende machen. Denn ich werde jetzt nicht mehr auf den letzten paar Metern gleich das hier beenden, weil das wäre ja doof. So, dann. Oh, ein MAE. Nochmal Mandeln. Das da. Noch ein MAE. Und ein Kompass. Sehr schön. So, hier werden wir jetzt nochmal zwei rausholen. Wir werden uns wahrscheinlich gleich wieder ärgern, weil da irgendwas drin ist, was wir nicht mehr mitnehmen können oder so. Ich meine, okay, noch könnten wir den Bogen hier lassen. Nein. Dann in die Hände nehmen. Wir haben noch 14 da und nur noch 4 mit Schraubendreher. Ne, ich glaube, das bringt nicht wirklich was. Also können wir das auch getrost sein lassen. So, ach so, wir müssen ja noch hoch. Wir waren ja noch gar nicht oben, fällt mir gerade ein. Es läuft. Irgendwie war das jetzt gerade. Oh, 4 von 4, das ist sehr schön. Aber wir haben leider keinen Schraubendreher mehr. Also nur noch der mit 4 Einheiten, denn sonst hätte ich gesagt, könnten wir das kommen. Das nehmen wir erstmal mit. So, da nicht. Dann da rein. Okay, hier ist leider auch kein Dietrich. Ach, nicht Dietrich, Obendreher. Denn ist es so, dann gehen wir jetzt da drüben nochmal durch. Ist ja auch nur noch das kurze Stück. Wenn mich nicht alles täuscht. Okay, ich glaube, ich habe mich hier ein bisschen vertan. Das sieht noch ein bisschen länger aus, wie kurzes Stück. Oh Gott. Ne, dann mal Prost Mahlzeit, wenn das jetzt wirklich bis hinten durchgeht.
Weil dann haben wir gleich... Oh, geil. Dann haben wir gleich noch einiges zu tun, auf jeden Fall. In einem Schrank gleich zwei Dietriche. Das ist ein Roten und ein Vierer. Das ist ein Sechser und ein Vierer, sagen wir mal so. Das ist schon heftig. Habe ich sie auch noch nicht gehabt, aber okay. Ich will mich nicht beschweren, nehme ich gerne hin. Noch ein silbernes Schloss. Ne. Eigentlich wollte ich doch schon immer mal gucken. Kann man die in der Mitte eigentlich auch? Ja, kann man. Ist geil, ich habe die nie gemacht, ich Depp. So. Dann hier das Ding. Ach, nee. 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 Da ist aber auch nicht drin, ne? So gefühlt, das ist kacke, echt. Keine Ahnung, wo die Dinger hinführen, ey. Das ist doch auch kacke. Irgendwie weiß ich nicht. Ah, sorry dafür. Oh, Scheiße. Die Mute-Taste nicht gefunden. Da hätten wir noch einen Schraubendreher. Da auch. Ach, da auch. Und da nichts, meine ich. Nein. Nein. Oh Mann, so viele Pins, ne? Das ist echt schon. Nur ich glaube, es könnte. Da ist er doch. Das, was wir gesucht haben. So. Dann machen wir, tun wir jetzt mal hier. So, Picklook. Oh Gott. Echt jetzt, ey. Shoot, den kriegen wir nicht auf. Das ist blöd. Weil wir haben kein Brecheisen oder sonst irgendwas. Das ist, ja. Dann würde ich sagen, kriegen wir den nicht auf. Wenn ist das jetzt so, dann gehen wir jetzt halt wieder zurück. Machen die Schränke ja noch. Ernsthaft, noch ein Quiver. Oh Gott. Ey, das Schlimme ist, ich kann den ja noch nicht mal in der Hand schleppen, oder? Hm. Ja, ich habe eine Waffe in der Hand. Wie soll ich das Ding denn jetzt nochmal draus kriegen? Oh Gott, ist das scheiße. Da vielleicht hin und da unten in die... Kurze sexy Short Pants, da kriegen wir das dann noch rein, ja. Dann kriegen wir sogar den noch mit. Es ist mal ein Hit. Haben wir eigentlich noch was zu essen dabei? Ach so, ja klar, guck hier, den würzigen Fleischsnack, den haben wir jetzt fast vergessen hier. So, alles trinken. Den lassen wir das jetzt auch hier, nehmen das wieder in die Hand. Und begeben uns jetzt nach draußen. Also ich glaube auch, die Loot-Runde heute ging eigentlich ganz gut. Wir haben auf jeden Fall einen Strahlenschutzanzug. Hier, das zweite Ding haben wir jetzt nicht geknackt gekriegt, okay.
Ich war ja ein bisschen dämlich. Ich hätte eigentlich vielleicht mal gucken können, dass wir den Kaffee saufen. Dann wäre das vielleicht gegangen. So, kleinen Moment. Ich möchte mir mal gern eins von meinen Rauchteilen fertig machen. So. So, dann kann ich mir nämlich jetzt eine rauchen. Wir müssen jetzt gleich halt nur gucken, ne? Oh Gott. Nee, dreh dich nicht hier um, dreh dich andere Richtung, wunderbar. Ja, wunderbar. Ich fand, es kann nicht besser gehen, so. Hervorragend. Wir haben auch keinen Sprenger in der Nähe gehabt. Ich habe kein gehört hier draußen. Ist gut. Ja. Damit haben wir das dann jetzt auch geschafft. Jetzt nur noch Auto finden, ab nach Hause. Nächste Folge dann aussortieren. Wie gesagt, das Ding erstmal ins Auto. Das Ding dahin. Und ja. Dann geht es jetzt nach Hause. Warte kurz, wir können gucken, wenn wir da lang fahren. Da, ja, ich glaube, das geht schneller. Rechts lang, auf die Hauptstraße wieder rechts, sondern komplett durch. Dann sind wir fast zu Hause. Vielleicht können wir gleich noch tanken fahren. Mit ein bisschen Glück. Gut. Wenn man an seiner Heat zieht und dann dabei noch versucht, irgendwas zu machen. So. Ja, wie gesagt, wir sind dann auf jeden Fall ja gleich zu Hause. Ich würde sagen, nächste Folge gehen wir nochmal in ein, zwei Bunker und gucken, dass wir dann vielleicht so einen so einen Uranbehälter kriegen. Ich weiß halt nur noch nicht, was wir da machen dann. Wo sind wir denn? Wir sind erst da. Okay, das dauert noch einen Moment. Ich hoffe natürlich auch nicht, dass uns jetzt irgendein anderer entgegenkommt, der uns dann vielleicht wegbrettert hier. Immer so ein bisschen vorsichtig hier, dass ich weiß, wie meine Leute hier auf dem Server fahren, nicht gerade ordentlich. So, wenn ihr mögt, natürlich. Kann ich auch gern mal bei Gelegenheit so eine Drohnenfolge machen.
Zechen. Oh, shit, ich muss ja hier. Warte, hätte ich von links rausnehmen können. So. Jetzt hier. Dann fliegen wir vielleicht einmal mal als Drohne über die Map und ja, ich denke, das wird dann aber keine Stunde dauern oder so. Gucken uns vielleicht mal ein paar von den Basen an, Basen an, ach, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, Bar, Space, Bus, keine Ahnung. Beobachten vielleicht ein bisschen die Spieler. Benutzen. Hallo. Benutzen, danke. Nutzen. So. Und wir sind auf jeden Fall zu Hause. Und ich würde sagen, damit machen wir dann auch Schluss für heute. Ja, ihr wisst, wie es geht. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und weiter mitkriegen wollt, wie es weitergeht, lasst mir auch gerne ein Abo da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Restsamstag. Wer mag, dürfte, glaube ich, sogar noch mein 12-Stunden-Stream laufen. Schaut gern vorbei. Ansonsten, ja, würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Nein, heute. Ja, also für mich ist es morgen, also für euch wäre es dann heute. Wenn ihr mögt, sehen wir uns vielleicht heute noch. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und ja, sehen uns dann am Montag wieder. Bis dahin sage ich erstmal ciao, der Falli.